waves that I feel fill up with emotions. Could I taste them for real? Longing for you. Willkommen zu meiner Morgenroutine. Viele hatten sich eine neue gewünscht und ich dachte mir, ich filme die euch heute mal ab. Ich wollte euch einmal so ein Update über meine neuen Produkte geben von Jungglück. Und wer die Firma nicht kennt, kurz ein paar Fakten dazu und dann erzähle ich euch mal so ein bisschen meine Hautstory, weil es wirklich viele Leute interessiert. Also Jungglück ist ein Naturkosmetikunternehmen, das heißt, es sind keine Chemikalien, keine Duftstoffe, einfach keine Inhaltsstoffe in den Produkten, die für eure Haut irgendwie schlecht sind. Dementsprechend sind die Produkte auch für empfindliche Haut sowie meine geeignet, weil wer es nicht wusste, meine Haut ist die empfindlichste Haut, die ich glaube ich mein ganzes Leben je kennengelernt habe. Meine Mutter hat schon empfindliche Haut, aber was meine Haut mitmacht, ist echt on top. Eine falsche Creme und ich sehe wirklich schlimm aus. Bei der Herstellung und bei der Verpackung wird eben auch bei Jungglück darauf geachtet, dass es sehr nachhaltig produziert bzw. auch verschickt wird. Und mit jedem Produkt, was ihr kauft, also in meinem Fall mit 4 Produkten, hätte ich schon 4 Bäume in meinen Grufen gesetzt bzw. gepflanzt, weil sie sich einfach extrem für Umweltschutz und Klimaschutz einsetzt. Die Produkte werden auch relativ klimaneutral versendet, also wirklich super. Was ich auf jeden Fall noch anmerken möchte, die Produkte sind alle in Glasflaschen eingepackt. Das ist wirklich plastikarm, es ist Braunglas. Jedes Produkt kommt in so einer Papierverpackung und die könnt ihr hier einfach auch aufreißen. Und schon habt ihr die ganzen Inhaltsstoffe und die Anwendungen eben auf einen Blick. Ich habe jetzt erstmal 4 Produkte getestet. Einmal das Reinigungsöl, das AHA-Peeling. Reinigungsöl jeden Abend, das benutze ich bei meiner Haut nur einmal die Woche, weil es halt Fruchtsäure ist und daher etwas aggressiver zur Haut ist. Also für normale Haut nicht schlimm. Für meine, ich mache nur einmal die Woche, weil ansonsten glaube ich, wäre das zu viel des Guten. Rosenwasser und Retinolserum. Das verwende ich täglich und das ebenfalls täglich. Ganz ehrliches Update, meine Haut war noch nie so weich. Also die bleibt wirklich auch. Also ich habe die jetzt auch einen Tag mal nicht eingecremt und die war trotzdem noch weich. Sie fühlt sich einfach gepflegt an. Das ist nämlich sehr wichtig. Wenn ihr eine ölige Haut habt, hört nicht auf, eure Haut zu pflegen, weil gerade die Gesichtshaut braucht es am allermeisten. Und ja, ich kann euch wie gesagt einfach nur sagen, nach einer Woche kann man da jetzt noch nicht wirklich einen krassen Unterschied feststellen. Sowas dauert. Das geht nicht über Tage, sondern über Wochen oder Monate. Dementsprechend, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten, aber ich verlinke euch die Seite unten, weil ich einfach das Konzept und die Produkte so, so gut finde. Die sind super hochwertig, ihr habt keinen Geruch, keinen besonderen, einfach weil keine Duftstoffe drin sind, was ich gut finde. Und sie pflegen einfach wahnsinnig geil, also kann ich wirklich sehr empfehlen. Die haben auch nicht nur Gesichtsprodukte, die haben Sonnencreme, die haben auch Sachen für Babys, also wirklich richtig geil. Werde ich mich auf jeden Fall noch weiter austoben und noch ein paar mehr Produkte bestellen, weil die sind wirklich gut. Ich bin da wirklich überzeugt. Und wie gesagt, Langzeitfazit bekommt ihr dann in meinen nächsten Vlogs. Das ist jetzt erstmal mein Outfit für den Morgen, wenn ich lerne. Der Pulli ist von Tom Taylor, glaube ich. Shorts ist von H&M, ist so eine ganz einfache. Und bei mir gibt es jetzt aber auf jeden Fall erstmal Frühstück und einen Kaffee.
haben jetzt 8.52 Uhr und ich fahre jetzt nach Frankfurt. Dementsprechend werde ich mich jetzt fertig machen, schminken. Ich bin gut weitergekommen mit der Schule. Habe ich jetzt gut 2 Stunden gemacht und genau. Make-up habe ich fertig gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich die Frisur lasse oder nicht, weil normalerweise mache ich die immer mit Locken. Aber meine Haare halten aktuell jetzt nicht so mit Locken, weil die ja frisch gewaschen sind. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, was ich anziehe. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Grad wir haben. 9. Ja, das ist schon kalt. Das ist jetzt mein Outfit. Der Mantel ist von Zara oder von H&M, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Darunter habe ich so einen Top. Das ist von Zara, das weiß ich. Der Schal ist von H&M. Die Hose ist auch von Zara. Die Löcher habe ich aber übrigens selber reingeschnitten. Die Schuhe sind von UGG und ja, hier die Tasche. Geholt haben. Eigentlich wollten wir uns eine Bowl bei Dean & David holen, so als Mittagessen, weil sich das angeboten hätte. Die haben aber irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock aufzumachen. Also die haben immer unterschiedliche Dings, Eröffnungszeiten, was total blöd ist. Wir haben fertig gegessen und jetzt werde ich das Video schnell schneiden. Was jetzt schnell dauert auch ein paar Stündchen, aber werde ich jetzt schneiden und dann es auch hochladen, damit ihr das natürlich heute auch sehen könnt. Ich hoffe, euch hat die Morgenroutine gefallen. Das ist halt immer wieder unterschiedlich, einmal weil meine Morgende nicht gleich sind und manchmal bin ich auch den ganzen Morgen zu Hause, mache Schule oder ich bin mal unterwegs. Also ja, das ist echt immer unterschiedlich. Am Samstag gibt es wieder ein neues Video, aber ich denke einen Vlog. Und ab nächster Woche fangen dann auch die Umzugsvlogs an. Also ab Ende nächster Woche, weil, wie gesagt, weil ich halt nächste Woche anfangen werde umzuziehen. Und meine Geräte kommen und was kommt noch? Mein Telefonanschluss und mein Internetanschluss. Also so die ganzen Sachen, die wichtig sind, kommen nächste Woche. Und ich freue mich so sehr, Freunde. Oh mein Gott, also für alle, die neu sind, ich ziehe. Wie man vielleicht mitbekommen hat, jetzt nächste Woche um. Und genau, ansonsten wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag, beziehungsweise morgen einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, am Samstag zu einem neuen Video wieder. Bis dann, ciao!